So, da sind wir wieder und in dieser Folge wollten wir wieder schön trainieren und ich habe da einen ganz guten Tipp bekommen, nämlich dass je höher der Spruchlevel ist, also diese Startrune hier am Anfang, desto mehr Erfahrungspunkte bekommen die Charaktere auch. Das heißt, wir werden jetzt richtig schön all unser Mana immer für die höchsten Tränke, die die Leute sprechen können, verballern, schlafen und dann das Ganze nochmal wiederholen. Und warum ist er jetzt überladen, obwohl ich das Gewicht nur... Achso, Gosmog-Sachen haben ihn überladen lassen. Ja, 48 Stärke ist echt mau. Kriegerlevel könnten wir jetzt zwar auch trainieren, indem wir einfach so immer Cleave machen und die höchsten Attacken, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in dieser Version funktioniert. Also es gibt verschiedene Versionen von Dungeon Master. Bei der einen kriegt man immer Erfahrungspunkte, egal ob ein Gegner in der Nähe ist oder nicht. Und bei der anderen bekommt man erhöhte Erfahrungspunkte, wenn der Gegner in der Nähe ist. Und es gibt sogar, glaube ich, noch eine dritte, da bekommt man nur Erfahrungspunkte, wenn der Gegner in der Nähe ist. Also ja. Alles ein wenig durcheinander. Ich kann ja einfach mal testen, jetzt ein bisschen zwischendurch hier anzugreifen. Aber ich verspreche mir da nicht allzu viel von. So, wir brauchen erstmal eine ganze Menge Flaschen. So, hier haben wir erstmal genug. So. Dann mach mal ganz hohe Heiltränke. Kriegt er nicht hin. Und das mit Mana geht eigentlich. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob, wenn er das nicht schafft, ob er dann trotzdem Erfahrungspunkte bekommt. Der Post hörte sich ein wenig so an, als wenn dem so wäre. Also probieren wir das einfach mal. Chup, chup, chup. Fünf Tränke oder fünf Versuche, das ist schon mal nicht schlecht. Cosmog müsste noch mehr Mana haben. Und ich schaue jetzt einfach so lange hier weiter, bis ich mal ein Level Up bekomme, obwohl wir die Trank nicht hergestellt haben. Und wenn dann die ganze Zeit lang nichts kommt, dann weiß ich, okay, so funktioniert das nicht und nehme einen Rune niedriger. So, was machen wir mit unseren beiden Magiern? Die sind ja Magier-Level schon ziemlich hoch. Expert Wizard und Expert Wizard. Das heißt, wir spammen mit denen einen Spruch, den man schnell sprechen kann. So. Das müsste eigentlich so in deren Bereich liegen, denn wir konnten den jeweils nur dreimal sprechen. Also ist schon ziemlich hoch. Hat einen ziemlich hohen Mana-Verbrauch und müsste dementsprechend auch ziemlich gute Erfahrungspunkte geben. Aber das sehen wir ja bald. So, ihr beide wieder. Weg, weg, weg. So, Cosmo wieder in Trank. 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 Ja, es wird eine sehr interessante Folge. Aber wir haben jetzt schon 10 Mal oder so bei Gosmog einen Trank hergestellt und trotzdem kein Level Up. Und die sind alle ziemlich low. Also Craftsman Priest. Okay, es geht eigentlich. Und er auch. Na gut, weiter im Text. Mehr Tränke. Das heißt, ich schlafe jetzt noch, ich schätze mal, zweimal. Also regeneriere mir wieder hoch, mach die Tränke, schlaf, regeneriere hoch. Ja. Mach Tränke, Schlaf. Und wenn es dann nicht irgendein Level-Up irgendwo gegeben hat, dann weiß ich, es gibt nur Level-Up, wenn Gegner in der Nähe sind. Beziehungsweise bei den Tränkeherstellern, es gibt nur Level-Ups, wenn man Tränke macht, die auch wirklich entstehen und nicht einfach nur fizzeln. So. Aber ja, allgemein bin ich richtig froh, dass wir wieder hier oben sind. Ich meine, es war zwar tierisch interessant da unten und die Gegner waren eine echte Herausforderung, aber kein Trinken zu haben, keine anderen Ressourcen, nicht zu wissen, wo man ist, wie man zurückkommt, ist schon ganz schön anstrengend. Zumal wir hier oben ja noch recht viel zu tun haben. Also wir haben immer noch nicht dieses Vergrößerungsglas gefunden. Wir haben bei den Kreuzschlüsseln erst einen anderen gefunden. Es waren ja drei Türen, wir eine haben wir geöffnet in der Mitte. Und wir haben jetzt noch einen über für die linke Tür. Für die rechte Tür fehlt er immer noch. Hinter dem Schlangenrätsel ist auch noch eine zweite Tür. Vor dem Schlangenrätsel. Da haben wir auch noch keinen Schlüssel für gefunden. Und wir wissen nicht, ob das da in einen neuen Bereich reingeht oder ob es zum selben Bereich führt wie die andere Tür. Ja, das wäre es eigentlich schon. Aber es ist eine Menge. Außerdem haben wir ganz schnell gemerkt, dass da unten die Gegner doch ein wenig zu hart sind. Also gerade diese Feuer auf dem Boden, die da alle in der Reihe standen, und dann diese noch Feuerdämonen, die dazu kamen, das war schon echt übel. Das heißt, wir trainieren jetzt die ganze Folge hier über, eventuell noch die nächste, das muss ich gucken,
Aber ich denke eher, wir machen noch ein paar normalen Folgen, dann machen wir noch eine Trainingseinheit. Das ist ja nicht ganz so viel auf einmal. Und wir werden ja eh noch ein bisschen Zeit hier oben verbrauchen, um alles zu entdecken. Und wenn wir dann das nächste Mal nach unten kommen, sind wir hoffentlich auch bereit, gegen den Gegner halt zu kämpfen. Und ja, es wurde auch erwähnt in den Kommentaren, dass ich meine Krieger nicht oft genug rankommen lasse. Also, das hörte sich gerade komisch an, dass die Krieger nicht oft genug im Nahkampf ihren Schaden machen. Dass meine erste Reaktion ist, ein Gegner ist da und ich baller die Feuerbälle rauf. Das ist für mich halt am einfachsten, weil ich dann verhindere, dass der Gegner irgendwas schmeißt. Ah! Kurz den Satz zu Ende. Aber dadurch sind die halt im Kriegerlevel sehr weit unten. Dadurch haben sie nicht so viele Lebenspunkte und sie machen im Nahkampf weniger Schaden und können weniger tragen, weil sie halt weniger Stärke haben. Aber jetzt zu dem Priesterlevel. Er hat einen Spruch gesprochen, der ziemlich hoch war. Es ist kein Trankball rausgekommen und er hat trotzdem einen Priesterlevel bekommen. Das ist schon mal sehr cool. Außerdem noch zwei Vitality und zwei Anti-Magie. Das ist sehr schick. Das heißt, wir können jetzt einfach stumpf damit weitermachen. Denn jetzt wissen wir, dass es funktioniert. Also zumindest bei den Tränken. Ob das hier mit diesem Türöffnet-Zauber auch irgendwas bringt, das müssen wir dann sehen. Noch eine Sache, die ich vergessen habe. Wir wollten auch noch zurück zu den Rathüren und zu unserer Rumpelkammer, wollte ich schon fast sagen, um dann unsere Magier mal der ganzen Kette und Panzer zu entledigen, um wieder Lederrüstung anzuziehen oder Stoffrüstung, was auch immer da ist. Denn die beiden werden im Nahkampf echt so gut wie nie getroffen, da wir uns immer richtig hindrehen. Und dadurch könnten wir das ganze Gewicht, was über ist, quasi von den beiden Kriegern auf die Magier umwälzen und so dürfte nie irgendjemand überladen sein. Das hilft einmal beim Ausweichen, es hilft bei bestimmten Rätseln. Also ja, das ist schon mal ein definitives Plus. Das hätte ich eigentlich von vornherein machen sollen. So, mehr. Oh Mist, jetzt funktionieren die Tränke. Ja, es ist ja eigentlich der Sinn, wenn man Level trainiert, dass dann die Sachen auch besser funktionieren. Aber jetzt muss ich die jedes Mal trinken, bevor ich weiterklicke. Na gut. So, Schluck. Schluck. So, Z dürfte aber noch keinen hinbekommen. Der hängt jetzt ein Level hinterher. Und wie viele Lebenspunkte? Also Gosmog hat 284. Ja, 219. Artisan Wizard. Adept Wizard. Ja, wir könnten noch eine Stufe Zauberer-Level mit Z machen. Also eigentlich sollten wir echt nur Z trainieren, aber das macht wenig Sinn, denn dann würden wir das ganze Essen verschwenden und deren Mana dementsprechend auch. Also ja. Apropos Essen. Oh, wir verbrauchen gar nicht so viel. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Eins, zwei, drei, vier. Komm schon, Gosmog hat auch ein Priester-Level bekommen. Und du bist jetzt schon sechs Tränke vor Gosmog und hast immer noch keinen. So, ich wollte ja eigentlich noch zwischendurch ein bisschen hauen, ne? Aber mit den Flaschen in der Hand passt das nicht so ganz. So. Also bei Z zumindest klappt das ja, weil er ja eh nie irgendeinen Trank hinbekommt. Und bei Ghostmog lassen wir einfach das Inventar offen. So. Ja, extrem Power Gaming. Boah, verbraucht er viel Mana. Aber bisher kein einziges Magier-Level und wir sind schon gleich bei 9 Minuten. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, kann man nichts machen. Die sind halt schon relativ hoch. Aber naja, so, Set wieder. 11 Flaschen im Vorsprung, 12 Flaschen im Vorsprung, 12, 13, 14, 15, 16, überhaupt viel zu viele Flaschen im Vorsprung und immer noch kein Priester-Level. Also irgendwie ist Set verflucht, echt. Das kann doch nicht angehen. Ja. So, Schluck. Und ja, was es mit dem Master Key da auf sich hat, das würde ich auch gerne mal wissen. Vor allem, warum haben sie ihn so genannt, wenn er nicht überall reinpasst? Oh. Oh, das ist des Masters Key. Also der Schlüssel vom Meister. Das könnte auch sein. Wobei der Master der Lord Chaos wäre. Also von der Story her gibt es ja diesen grauen Lord, der durch den Feuerstab, durch die Experimente damit aufgeteilt wurde in einen ganz guten Lord und einen ganz bösen.
also Lord Order und Lord Chaos. Und unsere Aufgabe ist es halt, den Stab wiederzufinden und die beiden Wesen miteinander zu vereinen. Und das könnte der Schlüssel vom Lord Chaos sein. Das heißt, damit kommen wir zum Endgegner, in Anführungszeichen. Aber wenn wir noch nicht mal diese Dämonen da bekämpfen können, dann sollten wir uns nicht unbedingt mit dem großen Boss anlegen. So. Und Schluck. Schluck. Was jetzt richtig krass wäre, wenn Gosmog noch ein Priester-Level bekommen würde, bevor Zed seins bekommt. Das wäre dann echt albern. Ups. 213, 226. Wir könnten eigentlich die Rüstung Nabi anziehen und Nabi nach vorne stecken statt Zed. Aber nee, das wäre doch ein bisschen dreist, oder? Obwohl, da würde Nabi seine Kriegerlevel trainieren? ja, darüber muss ich nochmal ganz gut nachdenken. Weil es würde fast Sinn machen, den Magier nach vorne zu stecken. Na gut, nochmal schlafen. Also bisher war die Trainingseinheit hier nicht sehr produktiv. Die Magier haben kein Level bekommen, Gosmog hat nur ein Priesterlevel bekommen und Zed gar nichts. Vielleicht sollten die Magier doch mal was anderes sprechen. Die könnten Licht machen. Das können sie wenigstens ein bisschen öfter sprechen. Aber ich denke nicht, dass sie Level abbekommen durch Fackeln zaubern. Ach ja, das hatte ich ein bisschen einfacher in Erinnerung. Ich weiß, ich hatte mich damals in den Raum eingesperrt, wo die Pilze respawnen. Und habe einfach immer wieder ganz, ganz oft Punch gedrückt. Punch, 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 Punch. Solange bis alle Ninja-Level auf Experte oder was auch immer hatten. Und dann habe ich das gleiche gemacht mit einem Lichtzauber. Also es hat Stunden gedauert, aber dann waren meine Charaktere irgendwann super stark. Und dann habe ich halt weitergemacht. Was nicht wirklich viel gebracht hat, weil ich mich durchgehend verlaufen habe und deswegen das Spiel nicht beenden konnte. Aber die Charaktere waren ziemlich tough. Das heißt, theoretisch könnte ich sowas off-camera machen, aber. Ups. Aber das wollte ich eigentlich nicht. Also allgemein Sachen off-camera machen. Weil dann passieren ja doch manchmal irgendwelche Kleinigkeiten und dann sind die nicht mit aufgenommen und dann ist das irgendwie doof. Und ich kann echt nicht glauben, dass Zed immer noch kein Level-Up hat. Ich meine jetzt 13 Minuten lang Heiltränke herstellen und nix. Vielleicht ist da der Knackpunkt. Ich muss Heiltränke machen und nicht diese komischen Stamina-Tränke. Das dürfte eigentlich keinen Unterschied bedeuten. Oh, und beim nächsten Schlafzirkel sollte ich auch die guten Heiltränke mal ein bisschen produzieren, denn die brauchen wir ja eh. Sonst müssen wir in der nächsten regulären Folge gleich wieder anfangen mit Tränke herstellen und das muss ja nicht sein. Aber apropos Pilze, wenn wir jetzt wirklich mehr Erfahrungspunkte bekommen, wenn wir in der Nähe von Gegnern sind, dann sollten wir vielleicht zu den Pilzdings wirklich hingehen und da diese Aktion machen. Und dann könnte man noch mit bloßen Fäusten auf die einschlagen und treten und so ein Level bekommen. Also eine Überlegung ist es wert. Wir wollen jetzt ja eh gleich zu dem Feuerstab, also zu diesen Rartüren und so beide Schlüssel benutzen, um zu gucken, was dahinter ist. Vielleicht stolpern wir ja auf dem Weg über die eine Abkürzung zu den Pilzen. Das wäre echt praktisch. So, jetzt komm. Gib mir ein Priesterlevel. Da ist eine Flasche. Zing. Zing. Und rot überladene Krieger. Ja, okay, die Platte wird doch sehr viel wiegen, ne? Boah, 12 Kilo. Ja, das macht doch einiges aus. Na gut, lassen wir die beiden hier auch nochmal Tränke machen. Okay. Ist das bei ihm pisselt das? Oh, komisch. Welche Stufe ist er denn? Er ist Artisanpriest. Gosmog ist Artisanpriest. Ups. Elijah ist Artisanpriest. Die drei sind jetzt alle auf demselben Priesterlevel. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die beiden wären noch eine Stufe höher als Cosmog. Aber gut.
So rum. Aha, Priesterlevel, sehr schön. Das heißt, nach Artisan kommt Adept. Das schreibe ich mir auch kurz auf meinen College-Blog. Ich weiß zwar nicht, wo Artisan ist, also in dieser ganzen Liste von Stufen, die es da gibt, aber ich weiß, dass es irgendwo Artisan gibt und ich weiß, dass es danach irgendwann Adept gibt. Und so bastle ich halt meine Liste zusammen. Beim zweiten Playthrough oder bei Chaos Strikes Back, dann werde ich das wahrscheinlich drauf haben. Aber gut, so. Da. Warum hat Elijah eine Schrift runter unten drin? Na, wenigstens haben wir jetzt zwei Level-Ups gehabt. In 15 Minuten stupiden Grinden. Ja. Oh, die Flaschen wiegen sogar richtig was. Also die Flüssigkeit, die wir reinzaubern, 0,1. Falscher. 0,3. Okay, nicht wirklich viel, aber sie wiegen was. So, du kriegst deinen Stab wieder in die Hand. Den anderen Ring behalten wir da als Panikknopf. Essen. Hält sich eigentlich in Grenzen bei ihm. Die sind alle überladen. Er kann bestimmt was essen. Wasserschläuche sind voll. Der kann zu ihm, der kann hier hin. So, dann sind wir jetzt bereit für die nächste richtige Folge, in der wir zu den Rathüren gehen, wenn ich die denn finde. Momentan weiß ich nur, dass wir da oder da lang gehen müssen. Aber gut, schlafen wir noch einmal, dann wird gespeichert, gibt es einen Cut und wir sehen uns danach dann wieder. Und da sollte die Truhe dann auch wegnehmen. So rum. Also speichern. 51 und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.